Diese Tiere besitzen komplexe kognitive Fähigkeiten. Sie haben ihre eigenen Kulturen. Sie leben autonom und selbstbestimmt. Sie wissen nicht nur, dass sie selbst denken können, sondern auch, dass andere denken können. Sie sind sich bewusst, dass sie Individuen sind, die schon gestern existierten und auch morgen existieren werden. Und wenn sie einen Schimpansen einsperren, ist ihm klar, dass er sich auch morgen noch in Gefangenschaft befinden wird. Er weiß, er wird niemals frei sein. Wir versuchen, die Sicht der Menschen auf nichtmenschliche Tiere zu verändern. Denn derzeit wird die Grenze zwischen Menschen und nichtmenschlichen Tieren einfach willkürlich gezogen. Als Mensch haben sie Rechte, als Tier haben sie keine. Wir halten das für falsch. Das wird ein langer Feldzug mit vielen Schlachten. Aber es ist Zeit, ihn zu führen. Ich kann nur sagen, wir haben es verdammt nochmal geschafft. Wahnsinn. Steve, hättest du das gedacht? Gehofft, ja, aber nicht damit gerechnet. Alle Personen, die ein Anliegen an die Berufungsabteilung des Obersten Gerichtshofs des Staates New York haben, mögen näher treten. Der erste Fall ist die Sache Non-Human Rights Project gegen Lavery. Mr. Wise, Sie haben das Wort. Danke, Euer Ehren. Hohes Gericht, mein Name ist Stephen Wise. Ja? Ich habe eben eine E-Mail von Stephanie bekommen. Aaron musste entscheiden. Okay. Wir dürfen dem Richter möglichst keinen Anlass dazu geben, unsere Klage als unbegründet zurückzuweisen. Ja, halt mich auf dem Laufenden. Dieses Buch bekam ich 1979 in die Hände. Und als ich es das erste Mal las, dachte ich, heiliger Strohsack, ich hatte ja keine Ahnung, wie wir die Tiere behandeln. Das war mein erstes Buch zu diesem Thema. Und alles andere hat sich dann später angesammelt. Als ich Peter Singers Buch las, war das für mich eine Offenbarung. Denn ich dachte, warum bin ich Anwalt geworden? Weil ich für Gerechtigkeit und für die Unterdrückten kämpfen will. Und da niemand brutaler und in größerer Zahl gequält wird als diese Tiere, werde ich als Tierrechtler mehr erreichen können, als wenn ich mich für Menschen einsetze. Ich habe umgehend den Schwerpunkt meiner Kanzlei geändert. Mein Partner war fassungslos. Nichtmenschliche Tiere werden in entsetzlicher Weise benutzt und ausgebeutet. Abermillionen von ihnen müssen für belanglose menschliche Zwecke ihr Leben lassen, obwohl dies alles ist, was sie haben. So wie mein Leben alles ist, was ich habe. In meinen Augen hat der Mensch nichts Außergewöhnliches an sich, dass ihm das Recht gäbe, sich zum Herrn der Schöpfung aufzuschwingen und alle nichtmenschlichen Tiere zu seinen Sklaven zu machen. Also beschloss ich, die Justiz auf dieses Problem aufmerksam zu machen und etwas dagegen zu tun. Wir können lediglich die erste Tür aufstemmen und die Menschen darauf aufmerksam machen, dass nichtmenschliche Tiere als juristische Personen gelten sollten.
Ich habe in Harvard gelehrt und meine erste Vorlesung zum Thema Tierrecht im Frühjahr 2000 war die erste Veranstaltung dieser Art. Damals lachten die Leute noch über mich und bellten, wenn ich einen Gerichtssaal betrat. Sie fanden mein Anliegen sehr seltsam. It is an artificial line. They are not human beings. They don't have human-like intelligence. And putting them on the same legal standing as a human being, that's insanity. Und hier ist Steve Weiss. Es ist schön, wieder hier zu sein. Ich komme mir hier vor wie ein Komiker. Ich bin schon sehr lange auf das Tierschutzrecht spezialisiert und befasse mich seit 30 Jahren mit Fällen, in denen angeblich gefährliche Hunde eingeschläfert werden sollen. Aber irgendwann dachte ich, ich kann pro Jahr 5 oder 6 Hunden und noch ein paar anderen Tieren das Leben retten und werde dafür sicherlich in den Himmel kommen. Aber das Problem ist, dass allein in den USA während eines jeden Herzschlags von mir 160 Tiere getötet werden. In den nächsten 50 Jahren gerade einmal so vielen Tieren das Leben retten zu können, wie während eines Herzschlags getötet werden, war mir nicht genug. Deswegen habe ich das Non-Human Rights Project mitbegründet. Inzwischen haben wir die Grundlagen für die ersten Verfahren geschaffen, bei denen es ernsthaft um die Frage gehen wird, ist ein nichtmenschliches Tier vor dem Gesetz als Sache oder als juristische Person anzusehen. Man muss sich das als eine dicke juristische Mauer vorstellen. Auf der einen Seite stehen wir Menschen. Wir sind als juristische Personen alle mit bestimmten Rechten ausgestattet. Und auf der anderen Seite der Mauer befindet sich der Rest der Schöpfung. Jedes nichtmenschliche Tier ist juristisch gesehen eine Sache und damit rechtlos. Es kann sich nicht an den Richter wenden und sagen, hey, ich sollte keine Sache, sondern eine juristische Person sein. Der Richter würde sagen, es tut mir leid, spricht da jemand? Ich sehe dich nicht. Du bist für das Gesetz unsichtbar, weil du eine Sache bist. Im Common Law, das sich auf Präzedenzfälle stützt, galten auch Frauen, Kinder und Sklaven in vieler Hinsicht lange Zeit nicht als Personen. Der Begriff der juristischen Person ist erstaunlich komplex. Die meisten Menschen kennen ihn erst seit dem Citizens United-Verfahren, bei dem ihnen erstmals dämmerte, dass auch ein nichtmenschliches Gebilde eine Person sein kann. Das heißt, nicht nur Menschen können Personen sein, sondern beispielsweise auch ein Unternehmen, ein Schiff oder eine Partnerschaft. Und alle diese nichtmenschlichen Tiere, die 4 Gattungen der großen Menschenaffen, die Elefanten und alle Wale, die über derart komplexe kognitive Fähigkeiten verfügen, sollten als Personen gelten und mit bestimmten Grundrechten ausgestattet werden. Unser Ziel ist es also, ein Gericht davon zu überzeugen, diese juristische Mauer zu durchbrechen. Steve, dieser Fall bietet erstmals die Chance, Tiere mit Rechten auszustatten. Das stimmt. Aber wollen wir das wirklich? Hast du die möglichen Folgen bedacht? Mir ging es von Anfang an nur um einige wenige Tiere. Wir sprechen über Menschenaffen, Wale und Elefanten. Warum gerade diese? Wo liegt der Unterschied? Zunächst einmal sind sie nicht in den USA beheimatet und haben keinen großen wirtschaftlichen Wert. Außerdem sind ihre kognitiven Fähigkeiten gut erforscht, was bedeutet, dass wir uns mit ihnen identifizieren können. Aber das ließe sich doch leicht auf Hunde und Katzen ausdehnen. Wenn du das für ein Tier durchsetzt, gilt es für alle Tiere. Wir fordern weder Rechte für Hühner oder Kühe, noch wollen wir sie zu juristischen Personen machen. Es geht um diesen Gorilla, diesen Delfin und diesen Elefanten. Aber wenn der Richter das zulässt, klagen die Tierschützer sofort für die Hühner. Dann werden wir ihre Argumente prüfen müssen. Das ist Neuland, das noch niemand betreten hat. Wir müssen herausfinden, was möglich ist. Sicher ist, dass die jetzigen Gesetze falsch sind. Das Non-Human Rights Project plant 2013, 2 Klagen in 2 amerikanischen Bundesstaaten einzureichen.
Diese beiden Staaten haben wir noch nicht ausgewählt. Wir verfügen über rund 70 Freiwillige, darunter Juraprofessoren, Anwälte und Jurastudenten. Wir wollen heute gemeinsam überlegen, wie wir diese Prozesse gewinnen können. Wir müssen uns in die Denkweise der Richter hineinversetzen. Genau. Eine der Hürden, die wir überwinden müssen, ist, dass der Richter sagen wird, Sie als Tierschützer kennen das Tierschutzgesetz, das beispielsweise eine humane Schlachtung vorschreibt. Warum genügt das nicht? Das wirft die ganz andere Frage nach der Charakterisierung dieses Falls auf. Die Gegenseite wird sich auf das Tierschutzgesetz berufen, während wir dem Richter klarmachen müssen, es geht uns hier um Bürgerrechte, um Menschenrechte. Denn kein Gericht hatte je darüber zu entscheiden, bis zu welchem Grad ein nichtmenschliches Tier vor dem Gesetz dem Menschen gleichzustellen ist. Die Tiere, um die es uns vor allem geht, sind die verschiedenen Arten der großen Menschenaffen, weil sie sehr intelligent sind. Deswegen werde ich weltweit nach Experten suchen, die sich insbesondere mit den kognitiven Fähigkeiten dieser Tiere beschäftigen. Hallo, Tatu. Tatu. Sie sagt Milch. Wer will Milch? Das Zeichen? Tatu. Tatu. Welche Farbe hat die Milch? Weißt du das noch? Weiß. Ja, du bist so schlau. Tatu ist bei Alan und Trixie Gardner aufgewachsen. Sie war erst 2 Tage alt, als sie zu ihnen kam und wurde genau wie ein menschliches Kind aufgezogen. Sie lernte, mit dem Löffel zu essen. Sie hat in einem Hochstuhl gesessen und ein Lätzchen getragen. Sie wurde auf den Topf gesetzt und jeden Abend gebadet. In dieser menschlichen Umgebung hat sie auch die Zeichensprache erlernt. Die Zeichensprache ist ein sehr schöner Beleg für Stevens Anliegen. Wenn die Leute sehen, wie die Schimpansen kommunizieren, sehen sie nichtmenschliche Tiere in einem völlig anderen Licht. Sie denken, nanu, die können ja sprechen. Schön, Sie kennenzulernen. Das finde ich auch. Vielen Dank, dass Sie uns helfen. Ich habe vor Jahren einen Ihrer Vorträge zu diesem Thema gehört. Ja, früher haben wir über unsere Pläne gesprochen. Heute sprechen wir über unsere Arbeit. Ich interessiere mich für die Zeichensprache und wüsste gern, ob die beiden Schimpansen sie hier noch benutzen. Ja, sie nutzen sie, um mit anderen zu kommunizieren. Sehr spannend. Ja. Sie spricht. Sie sagt fangen. Das bedeutet fangen? Ja, fangen. Und das ist Kaffee. Also Vorsicht. Jetzt sagt sie schwarz, ihre Lieblingsfarbe. Sie sieht die schwarze Kleidung. Jetzt hat sie Wasser und dann Baum gesagt. Sie haben es hier besser. Sie sind zwar auch nicht frei, aber immerhin. Sie wurden alle für Forschungszwecke in Gefangenschaft gehalten und brauchen daher das Gefühl eines begrenzten Raums. Sie klettern nicht auf Bäume und nutzen auch sonst nicht alles. Wir schauen uns gleich noch die Inseln an. Das sind Freilandbereiche ohne Gitter. Wenn Sie es wollen, können Sie dorthin. Es geht um Autonomie, auf die wir Menschen so großen Wert legen. Wenn wir jemanden bestrafen wollen, nehmen wir ihm seine Autonomie. Genau das bedeutet Gefangenschaft, ein vollständiger Entzug der Autonomie. Das ist eine sehr harte Strafe. Es bricht mir das Herz.
In Japan gibt es eine Schimpansenkolonie mit einer Art Sprachlabor und Computerbildschirmen, sowohl in den Innenräumen als auch in den Außengehegen. Dort werden Experimente zur Gedächtnisleistung von Schimpansen durchgeführt. Beispielsweise wird ihnen eine Viertelsekunde lang eine Zahlenreihe gezeigt. Und die Schimpansen können sich danach an die Zahlen erinnern und sie in die richtige Reihenfolge bringen. Ich habe es ausprobiert und schlechter abgeschnitten als die Schimpansen. Ich weiß, dass du gern zu ihm möchtest. Wir müssen immer erst warten, bis die Leute bereit sind. Okay. Wenn wir eine Klicksprache beherrschen würden, könnten wir sie ihm wahrscheinlich beibringen. Wie Sie sehen, möchte Khan Sie mit Ihnen sprechen. Willst du, dass ich zu dir reinkomme? Ja, er möchte, dass ich jetzt gleich zu ihm komme. Okay, leg los. Haben Sie einen Ball? Kanzi möchte wissen, ob Sie einen Ball haben. Der hier oder einen größeren? Kanzi, sag groß, wenn du einen großen Ball willst. Kleiner Ball. Willst du den kleinen? Kanzi versteht auch alle möglichen neuen Sätze, im Grunde alles. Kanzi, could you take my shoe off, please? You might need to untie it. Good job. Wir werden Sie vielleicht um eine eidesstattliche Erklärung bitten, in der Sie von Ihrer Arbeit und den kognitiven Fähigkeiten Ihrer Affen berichten. Das würde uns helfen, die Gerichte zu überzeugen. Werden Sie argumentieren, dass Menschen, Affen, Wale und Elefanten sich von anderen Tieren durch ihre hohe Intelligenz unterscheiden? Wir werden argumentieren, dass es bestimmte Kriterien für eine praktische Autonomie gibt und dass alle Tiere, die diese erfüllen, als juristische Person gelten sollten. Ich brauche eine eidesstattliche Erklärung, die alle Fakten über das Denkvermögen der Schimpansen enthält. Wir müssen den Richter mit Informationen überschütten. Da wir Jane Goodall im Beirat haben, sollten wir das bei jeder Kontaktaufnahme erwähnen. Für uns ist New York der aussichtsreichste Gerichtsbezirk. Und wir haben in New York 4 Schimpansen zur Auswahl. Welchen sollen wir nehmen? Lass uns mit Charlie anfangen und seinem Freund Kiko. Kiko ist taub. Sein Gehirn hat durch die Misshandlungen Schaden genommen. Ja, und ich habe mir im Internet ein Video von Charlie angesehen. Sie waren auch im Fernsehen. National Geographic hat über sie berichtet. Er und seine Frau lebten zusammen mit ihnen. Er ist jetzt 23 Jahre alt und er hat ein großes Gehege. Das müssen wir berücksichtigen, denn bei Charlie haben wir ein moralisches Problem. Die Bedingungen sind nicht ideal, aber er hängt sehr an seinem Trainer. Er wird nicht artgerecht gehalten, aber ich bin nicht sicher, ob das eine Klage rechtfertigt, um ihn dort rauszuholen. Was ist mit den anderen? In Bailiwick. Merlin und Reba. Merlin und Reba wurden von einem Zirkus erworben. Ein männlicher und ein weiblicher Schimpanse. Übrigens, in Bailiwick gibt es auch ein Paintball-Spielfeld. Das hatte ich auch in Erinnerung. Ich habe mich beim Better Business Bureau informiert. Sie haben dort die schlechteste Bewertung bekommen.
Perfekt. Okay, ich denke, das wird Auswirkungen haben, die wir derzeit noch gar nicht überblicken können. Und das ist ja auch unser Ziel. Es geht nicht nur um die Rettung von den beiden aus dem Bailiwick Zoo. Die beiden stehen auch stellvertretend für andere nichtmenschliche Tiere. Der andere Schimpanse ist vor 3 Tagen gestorben. Reba war 55. Das durchschnittliche Lebensalter liegt bei 60. Ich glaube, er hat 7 Jahre lang mit dem anderen Schimpansen zusammengelebt. Seit Rebas Tod, also seit 3 Tagen, ist er nun allein. Ich bin sicher, dass er trauert, wie das alle Schimpansen tun. Dieser Schimpanse ist deprimiert. Er interessiert sich für gar nichts mehr. Er sitzt nur noch allein herum. Im Internet gibt es eine Menge Kommentare. Die Leute fragen sich, warum der Zoo nicht wegen Tierquälerei belangt wird. Warum wird dieser Zoo nicht geschlossen? Aber nach den New Yorker Gesetzen scheint das legal zu sein, sodass wir nichts weiter tun können. Wir haben jetzt fast Mai. Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober. In 7 oder 8 Monaten können wir versuchen, ihn herauszuholen. Wirklich beeindruckend. Ich habe ein Zuhause für Merlin gefunden. Ich sehe ihn hier schon herumrennen. Wir achten auf ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis, denn wildlebende Schimpansen bilden Gruppen mit mehreren Männchen und Weibchen. Die Männchen vertragen sich gut. In der Wildnis sind die Schimpansen einer Großgruppe miteinander vertraut, spalten sich aber in Untergruppen von 2 bis 5 auf, die viele Meilen weit umherstreifen. Diese Möglichkeit haben sie hier auch, denn die Inseln sind so groß, dass jede Gruppe ihre eigenen Lieblingsplätze hat. Abends kommen sie dann gewöhnlich wieder zusammen, um zu fressen und zu schlafen. Wir haben ihren natürlichen Lebensraum also bestmöglich nachgebildet, auch wenn es natürlich nicht perfekt ist. Das hier ist einer meiner Lieblingsplätze. Hier hocken sie immer zusammen. Ich liebe diesen Ort, denn in diesem geschützten Raum können sie ihre Vergangenheit vergessen. A 37.5-pound chimpanzee was chosen last night to make this ride. This particular one was selected on the basis of physical and psychological characteristics. It's up in the air. This success moved the United States closer by a big step to launch a man into space and bring him back safely. Wir zeigen Besuchern gern diesen Käfig, den wir der Colston Foundation abgekauft haben, um zu demonstrieren, wie die Schimpansen dort behandelt wurden.
Es gibt ein Gestell, auf dem der Schimpanse sitzen konnte. Die hintere Wand des Käfigs ist mit einem hydraulischen Mechanismus ausgestattet, mit dem das Tier an das vordere Gitter gezwungen werden konnte, wenn man ihm irgendeine Substanz injizieren oder es betäuben wollte. Die Wand wurde dann einfach nach vorn geschoben. So wurden sie über Jahrzehnte hinweg gehalten. Ich mag mir das gar nicht vorstellen. 2002 konnten wir dann alle Schimpansen der Colston Foundation nach Florida holen. 266 Schimpansen. Unglaublich. Das war die weltweit größte Rettungsaktion. Und nun leben sie hier. Als ich diesen Ort sah, war ich überwältigt. Ich habe gleich alle per SMS benachrichtigt. Es ist wirklich schön hier. Ein fantastischer Ort. Er wäre hier gut aufgehoben. Angenommen, Merlin würde zur juristischen Person erklärt. Wären dann alle Schimpansen im Bundesstaat New York juristische Personen? Nein, das gilt dann nur für Merlin. Nur für ihn, okay. Das Common Law stützt sich auf Präzedenzfälle. Irgendwann muss dann nicht mehr geklagt werden, weil bereits 10 Schimpansen zu juristischen Personen erklärt wurden. Wir haben noch nicht öffentlich gemacht, für welchen Bundesstaat und welchen Schimpansen wir uns entschieden haben. Es geht schließlich um den ersten Angriff in einem strategischen Krieg, der im Herbst ausbrechen wird. Wo ist Merlin? Ich sehe ihn nicht. Das kann doch nicht sein. Auf dem Schild stand doch Schimpanse. Oh je. Er ist nicht hier. Ich glaube es nicht. In 2 Monaten ist die Anhörung. Das ist der Super-GAU. Steven flippt aus. Hi, Steve. Merlin ist letzte Nacht gestorben. Du machst Witze? Nein. Das ist der absolute Super-GAU. Er hat sich schon seit einiger Zeit selbst ins Gesicht geschlagen. Als sie ihn schließlich zum Tierarzt brachten, hatte er eine entzündete Zahnwurzel. Er starb nach der Behandlung auf dem Heimweg. Bei der Autopsie wurde eine vergrößerte Leber festgestellt. Er hat die Anästhesie nicht überstanden. Okay. Es tut mir wirklich leid. Ich bin froh, dass du dort warst. Wir müssen jetzt sehen, was der nächste Schritt ist. Letzte Woche war Natalie in Bailiwick und hat erfahren, dass unser Kläger Merlin tot ist. Wir greifen daher auf die beiden Schimpansen zurück, über die wir anfänglich sprachen. Kiko und Charlie in Niagara Falls. Wie heißt das nochmal? Primatenasyl heißt es jetzt. Früher hieß das Monkey Business. Im Internet werben sie mit 26 Affen und 18 exotischen Vögeln. Kann man sie für Partys buchen? Buchen Sie eine Vorführung. Buchen Sie eine Vorführung. Als ich auf diese Leute aufmerksam wurde, habe ich mir ihre Webseite angesehen. Dort sah man Schimpansen mit Anzügen und Hüten, die US-Flaggen schwenkten. Er ist mein Baby. Er ist ja so süß und all dieses verniedlichende Gerede. Carmen sagt, die Beziehung sei so intensiv wie zwischen Vater und Sohn. Das sind keine Tiere, das sind meine Jungs. Ich bin ihr Papa und meine Frau Christy ist ihre Mami. Das ist gruselig. Wirklich gruselig. Dieser Kerl ist vielleicht gar kein schlechter Mensch, aber er hat diese Tiere im Grunde versklavt. Ich weiß nicht, ob er kein schlechter Mensch ist. Es ist wie Kidnapping. Wahnhaftes Gerede. Genau, es ist wahnhaftes Gerede. Da ist es. Vielleicht können wir irgendwo reinschauen. Lebt hier Charlie, der Karate-Schimpanse? Ja. Kann ich ein Video kaufen? Wir verkaufen keine Videos. Ich habe eins im Internet gesehen.
Im Internet? Nein, unsere Anlage ist zurzeit geschlossen. Wir bauen gerade ein neues Tierheim in Wilson, New York. Wir haben am 26. Juni die Genehmigung bekommen. Sind Sie der Karate-Trainer? Ja, meinem Bruder gehören 3 Kampfsportstudios in Western New York. Er hat das schon als Baby gelernt. Damals hat er mich immer zum Training begleitet und es sich dort abgeschaut. Er hat es einfach ausprobiert. Das kam einfach so. Er hat es geliebt und es hat ihm auch großen Spaß gemacht, sich im Internet Kampfsportvideos anzuschauen. Darum ging es ja im Grunde. Wie alt ist Charlie jetzt? Er ist 27. Der andere Schimpanse Kiko ist taub. Wir haben ihn gerettet. Woher haben Sie ihn? Kiko hat im Film Tarzan in Manhattan mitgespielt. You left the keys inside. So what? Chips can't fly. Try. Angeblich hat Kiko jemanden gebissen und wurde dafür vertroffen. Er wurde mit einem stumpfen Gegenstand auf den Kopf gehauen und ist dadurch taub geworden. Sein Hörvermögen ist auf rund 10% reduziert. Das muss eine Menge Arbeit sein. Ja, wir sind im Dauereinsatz. Verstehen Sie mich nicht falsch. Ich liebe es, so viel Zeit mit Ihnen zu verbringen. Es sind zwei wirklich tolle Schimpansen. Wirklich? Ja. Ich möchte Sie nicht aufhalten. Vielen Dank. Wiedersehen. Er möchte Sie an einen etwas weniger deprimierenden Ort bringen. Daraus wird nichts werden. Genau das ist der Punkt. Anfangs dachte ich, er sei vielleicht wohlhabend, aber er muss erst noch Geld für sein Tierheim sammeln. Er besitzt 31 Primaten, 29 Affen verschiedener Arten und 2 Schimpansen. Aber er hat sein Herz am rechten Fleck. Das denke ich auch. Vielleicht wäre es ihm sogar ganz recht, wenn man ihm die Schimpansen abnimmt. Das Problem ist nur, dass er sehr an den Tieren hängt. Für ihn würde sich das so anfühlen, als ob er seine eigenen Kinder weggäbe. Sehe ich auch so. Tonight, the entertainment world is mourning a popular primate. Charlie, the karate chimp, passed away at a sanctuary in Niagara County yesterday. During his 26th year... Wir haben durch eine E-Mail erfahren, dass einer unserer Schimpansen in Niagara Falls, Charlie, an Kardiomyopathie gestorben ist. Das ist der dritte Rückschlag, den wir in den letzten 7 Monaten mit unseren Klägern erlitten haben. Nach Reba und Merlin ist nun auch Charlie tot. Die Gefangenschaft tötet diese Tiere. Ich möchte jetzt kein Risiko mehr eingehen. Wir müssen alle Schimpansen im Staat New York ausfindig machen und in ihrem Namen klagen. Ja, das hat jetzt Priorität. Noch 5 Meilen bis Mayfield. Wir suchen nach Santas Landeplatz, aber haben es noch nicht gefunden. Woher haben wir diesen Namen? Ich weiß es nicht mehr. Ein Wohnwagenplatz? Und die vermieten Rentiere? Das ist es. Heißt das Circle G oder so? Eine Frage. Wir haben in der Today-Show gesehen, dass es hier Rentiere geben soll. Ja, das stimmt. Könnten wir die mal sehen? Klar. Das hier ist Buddy. Er war in der Today-Show. Die Weibchen tragen also auch Geweih? Ja, aber unser Männchen hat kein Geweih. Weil er sonst angreift? Ja, er verletzt sich sonst am Gatter. Verstehe. Ich habe gehört, Sie haben auch einen Affen. Ja, ein Schimpanse. Da drin? Ja, er war früher beim Film, hat bei Project X mitgespielt. Die Schimpansen im Raumfahrtprogramm? Ja. Okay, stop flying. Er muss 30 oder 40 sein. Wir hatten noch einen zweiten. Sie wurde etwa 60 Jahre alt. Wirklich? Ja. Ist er nicht einsam? Ja, er kommt vielleicht bald nach Florida auf eine andere Farm. Weil seine Freundin hier vor kurzem gestorben ist.
Wir versuchen, ein Zuhause für ihn zu finden, wo er mit anderen Schimpansen zusammenleben kann und mehr Platz hat. Sabos Schimpansen. Sie können ihn durchs Fenster dort sehen. Er frisst eine Banane. Siehst du ihn? Hallo, Tommy. Ich kenne sein genaues Alter nicht, aber er ist schon alt. Ist das sein Spielzimmer? Ja, hier spielt er oder schaut fern. Und dann hat er dort noch seinen Dschungel. Die sind stark. Der macht nichts, der sitzt nur so da. Hallo Natalie. Wir konnten uns davon überzeugen, dass Tommy ein sehr trauriger Schimpanse ist. Dein Tipp mit der Today Show war gut. Ich habe gesagt, ich hätte die Rentiere im Fernsehen gesehen. Er hat sie mir gezeigt und nach einer Weile haben wir gefragt, ob es noch andere Tiere gäbe. Er war nicht der Besitzer, sondern nur ein Angestellter. Er sagte, sie hätten vielleicht in Florida einen Platz für den Schimpansen. Wir haben nicht weiter nachgefragt. Es tut mir leid, dass du das sehen musstest. Es gab dort 10 bis 12 leere Käfige und in einem davon saß er. Etwa 5 Meter von ihm entfernt stand ein kleiner Fernseher, in dem Zeichentrickfilme liefen. Ist das traurig? Ja, wir waren alle den Tränen nah. Es war wirklich ein sehr trauriger Anblick. Hallo, Steve. Ich bin auf dem Weg zur Stony Brook University. Dort werden 2 Schimpansen, Hercules und Leo, für Forschungszwecke und für Fortbewegungsexperimente gehalten. Auf der Webseite der Universität werden die Primaten erwähnt. Die Schimpansen müssen also noch dort sein. This is Hercules. Hercules is helping scientists understand the origins of human walking. And this is Hercules' colleague, Leo. By tracing the markers, the researchers were able to understand that chimps swing their hips much more than humans when they walk. Ich konnte nicht in Erfahrung bringen, ob die Anwesenheit von Hercules und Leo an der Universität allgemein bekannt ist. Was wir wissen, ist nur, dass dort niemand darüber sprechen möchte. Wir können die Klage trotzdem einreichen. Absolut. Weil Stony Brook eine staatliche Universität ist, treten wir gegen den Generalstaatsanwalt an. Okay, legen wir los. Hello, David. Thank you for coming. Hi, David. Good. Hey, David. How are you? Nice good. To see you. Long time. Ages, huh? Do you like this? Yes, perfect. Willkommen bei unserer fiktiven Gerichtsverhandlung, die Steve und dem Non-Human Rights Project bei der Vorbereitung unseres ersten Prozesses im Fall Tommy helfen soll. Mr. Weiss. Mr. Weiss, Sie werden sicherlich verstehen, dass es uns nicht leicht fällt, als erstes Gericht weltweit zu den von ihm gewünschten Schlussfolgerungen zu kommen. Mir scheint, Sie möchten, dass ich alle Schimpansen, die nicht in einer artgerechten Umgebung gehalten werden, aus einer solchen Haltung herausnehme und an einen Ort bringe, an dem sie artgerecht leben können. Aber wenn ich Orte sehe, an denen die Tiere gut behandelt werden, kann ich nicht eingreifen. Denn was sollte ich tun? Sie von einem Tierhain in ein anderes verfrachten? Ich werde mich daher nur auf die Schimpansen konzentrieren, die tatsächlich schlecht behandelt werden. Oder deren Autonomie und Selbstbestimmung nicht respektiert wird. Aber warum ist dies kein Tierschutzproblem? Sie argumentieren, dass das Tierschutzgesetz nicht ausreichend sei. Und das gegen Tierquälerei. Warum dann nicht die Gesetze verbessern? Haben Sie das versucht? Bislang nicht. Haben Sie sich für ein strengeres Tierschutzgesetz eingesetzt?
Wir denken nicht, dass sie gegen das Tierschutzgesetz oder das Gesetz gegen Tierquälerei verstoßen. Sind die Bedingungen für eine Genehmigung erfüllt? Davon gehen wir aus. Das Problem ist, dass wir nirgendwo anders hingehen können, um uns für ihn einzusetzen. Sie können sich nicht an den Gesetzgeber wenden? Das hieße, dass ich mich, anstatt zu klagen, mit jedem Problem an den Gesetzgeber wende. Tommy hat in unseren Augen das Recht, einen Habeas Corpus, also Haftprüfungsantrag, zu stellen. Wir haben Gesetze, die den Tierschutz regeln, und Sie meinen, dass diese Gesetze nicht ausreichen. Aber anstatt zu versuchen, diesen Gesetzen Geltung zu verschaffen, wollen Sie vor unserem Gericht ein Recht durchsetzen, das in der Geschichte der Menschheit noch niemals gewährt wurde? Darf ich eingreifen? Ich finde, du bist ihnen in die Falle gegangen und steckst da fest. Wieso denn? Du siehst das nicht so? Nein. Wie meinst du das? Wir reden jetzt über den Schutz der... Tierschutz. Du hast ständig von Tierschutz gesprochen und ich dachte, okay, den Richter überzeuge ich nicht. Ich möchte dich daran erinnern, was du gesagt hast. Könnte man den da bitte entfernen? Wie alt bist du jetzt? 88. Ich habe zu Gail gesagt, wenn du schnell genug rennst, kannst du sie vielleicht überholen. Zu wem hältst du? Ich muss zu meiner Frau halten. Und was ist mit deiner Mutter? Gewöhnlich halte ich zu meiner Mutter. Es sei denn, sie streitet mit meiner Frau. Du hältst seit vielen Jahren nicht mehr zu mir. Jetzt wird's gefährlich. Du wirst also in vieler Hinsicht neue Wege beschreiten. Das hoffe ich, denn das hat bisher noch niemand getan. Wir haben viele Experten weltweit um eidesstattliche Erklärungen gebeten und sie auch bekommen. Welche wissenschaftlichen Argumente führst du an? Meine wissenschaftlichen Argumente stützen sich auf die eidesstattlichen Erklärungen von 10 Experten aus aller Welt. Aus Japan, Schweden, Deutschland, Schottland, England und 5 weitere aus den USA. Sie basieren auf 45 Jahren wissenschaftlicher Forschung im Bereich der Kommunikation und Kultur von Schimpansen und laufen darauf hinaus, dass alle 4, Tommy, Hercules, Leo und Kiko, autonome Wesen sind, die selbstbestimmt leben sollten. Wenn du gewinnen solltest, was ändert sich dann? Was kommt danach? Ich sehe das als eine Art juristischen Wandel. Nach dem Prozess wird ein nichtmenschliches Tier für immer einen veränderten gesetzlichen Status haben. Wir haben 400 Gutachten, das ist überwältigend. Du kannst zu dem Richter sagen, Euer Ehren, wir liefern Ihnen so viele Gutachten, weil alle diese Primatologen und Wissenschaftler zum selben Schluss gekommen sind. Wissenschaft und nochmal Wissenschaft. War das noch ein guter Rat? Ja, tut mir leid. Ich kann es in seinem Kopf rattern hören. Da kommt meine jüdische Mutter durch. Steve hat Jahre daran gearbeitet. Seien Sie nett damit. Das war ein wunderbarer Richter. Wir hatten nicht erwartet, dass er uns sofort reinholen würde. Nie im Leben. Wir konnten alle Argumente vorbringen. Und unsere Dokumente vorlegen. Und das ohne Gegenseite. Es ist klasse. Er sah sich nicht in der Lage, eine so bahnbrechende Entscheidung zu treffen. Aber er hat alles getan, um es uns zu ermöglichen, unsere Argumente vor den übergeordneten Berufungsgerichten vorzutragen. Wir finden, von allen möglichen Arten einer Niederlage ist dies wahrscheinlich die... Die beste. Die beste. Und total überraschend. Ich kann nicht fassen, dass er uns geholfen hat. Ja. Das ist ein juristischer Sieg für uns. Wir müssen dafür sorgen, dass dieser Vorgang nicht fehlinterpretiert wird.
Wir müssen sofort eine Pressemitteilung herausgeben. Wollt ihr hören, was Patrick Lavery der New York Times gesagt hat? Patrick C. Lavery sagt, er habe von der Klage erst durch Journalisten erfahren. Wenn Sie sehen könnten, wo Tommy die ersten 30 Jahre seines Lebens verbracht hat, würden Sie angesichts seiner jetzigen Haltung jubeln. Mr. Lavery sagte, er sei von der Klage nicht offiziell in Kenntnis gesetzt worden. Jetzt weiß er es. Das ist die New York Times? Von heute. Sehr schön. Out of a bizarre lawsuit with big implications. At the center of it is a chimpanzee, and the key question is whether a chimp is a person. Stephen Wise of the Non-Human Rights Project is seeking a writ of habeas corpus on behalf of Tommy, a 26-year-old chimp, arguing that animals with human qualities such as chimps deserve basic rights, including freedom from imprisonment. The group is trying to invoke a right known as habeas corpus, a legal procedure which entitles inmates to have a judge review their detention. Habeas corpus means free the body, and it's been used throughout the years to free people from what's been considered an unjust incarceration. Under the law, a writ of habeas corpus can only be granted to legal persons, so the judge would need to find that chimpanzees have at least some limited rights traditionally reserved for humans. The landmark lawsuit was brought on behalf of Tommy, who lives caged on his owner's property in Gloversville. He's got seven rooms. He's got a room that he likes to sleep in, another room he likes to watch his TV, and other rooms he plays in. It kind of hurts when you hear allegations, people thinking that we're animal abusers here and we're not treating them properly. Lavery insists Tommy loves the solitude and that his cage is licensed and inspected, saying he even has colored TV and receives enrichment daily, including walls painted like a jungle. The owner claims that Tommy, well, he's very happy. What do you have to say to that? I think that if Tommy is so happy, I think the owner should move in. Oh, we're in this. Hier steht auch was drin. I think so. Das bist du. Okay, dreimal Daily News und einmal New York Times. $5. Danke. Sie sagen, dass Schimpansen als juristische Personen gelten sollten. Richtig. Das wird nicht leicht, ist aber eine gute Sache. Über was spricht ihr hier gerade? Ein Kriminalbeamter aus Brooklyn hat eine Menge Leute gelinkt. Ich habe die Schlagzeile gelesen. Ja, aber das hier ist natürlich viel interessanter. Ich nehme an, hier lässt sich anführen, dass auch Unternehmen juristische Personen sind. Nicht nur Unternehmen, auch Schiffe, Bezirke, Staaten. Es gibt viele nichtmenschliche Personen. In einem Vertrag mit den Maori wurde letztes Jahr ein Fluss zur Person erklärt. Auch ein hinduistisches Götterbild ist eine Person. Ich glaube, ich würde den obersten Gerichtshof auf die Unternehmen hinweisen. Denn das ist im amerikanischen Kontext ein erheblich relevanterer Präzedenzfall als hinduistische Götterbilder oder neuseeländische Flüsse. Und Sie glauben, ein juristischer Kampf kann hier mehr ausrichten? Ja. Weil Sie zu gewinnen hoffen oder weil das eine rege Diskussion über Tierethik entfacht? Beides. Es entfacht eine Diskussion und wir hoffen zu gewinnen. Vielleicht nicht in der ersten Runde, aber wir werden gewinnen. Das gefällt mir. I gotta tell you, this is a very interesting case, Stephen, here, because anytime you kind of equate an animal with personhood, it raises all sorts of questions. This country has a very sordid history when it comes to animals and humans and equating one with the other. Of course, back in the early days of this country, you had the three-fifths compromise, meaning that African Americans were three-fifths of a man. And then, of course, those equating chimpanzees and apes and stuff like that, obviously, hideously so with black people, they say, well, wait a minute, you know, chimps are chimps, they are not humans. Obviously, we're not saying that a chimpanzee is a human, and we're not equating chimpanzees with slaves. What happens is that the legal path we're using, a writ of habeas corpus, is one that was traditionally used in England and in the United States for slaves to try to challenge their status as a thing and move them into the status
of a person. So there's a lot of law out there and kind of a path in front of us for how we might be able to do that for someone like Tommy. So we're saying, when we say Tommy's a person, we simply mean that Tommy has the capacity to have a legal right. Okay, well, I think you clarified that, but we certainly wish Tommy and other animals like him well. Stephen Weiss, thank you so much for joining us. Thank you very much for having me. Gerechtigkeit ist schwer. Diese Woche haben wir im Bundesstaat New York die erste von zwei Klagen im Namen von Schimpansen eingereicht, die allein leben und sich in Privatbesitz befinden. Heute reichen wir nun eine Klage gegen die Universität Stony Brook hier auf Long Island ein, die zwei Schimpansen für biomedizinische Forschungszwecke gefangen hält. Haben Sie eine Botschaft für die Stony Brook? Freiheit für die Affen von Stony Brook. Das Ergebnis ist, dass er den Antrag nicht unterzeichnet hat. Er will dem Schimpansen nicht den Status einer Person verleihen. Darum ging es. Ich dachte, wir sehen den Richter. Ich auch. Ich war gut vorbereitet. Ich weiß. Ich habe noch gar nichts aus Louisiana gehört. Wie heißen die noch gleich? New Iberia? Ja, genau. Hast du das erwartet? Sie sollen die Eigentümer der Schimpansen von Stony Brook sein. Hat New Iberia das bestätigt? Sie wollen das nicht an die große Glocke hängen. Überrascht mich gar nicht, dass sie sich nicht melden. Jane, the Humane Society, spent 9 months undercover at the New Iberia Research Center in Louisiana, one of the largest primate research labs in the country. And she witnessed physical abuse of primates, you know, monkeys being hit. But what was perhaps the worst was seeing animals driven to self-mutilation, the psychological abuse that these animals go through, being in isolation in small cages. Many of them were tearing at their skin and their flesh with their hands. They had gaping wounds in their arms and legs, and it was just terrible to see them literally driven mad. Mr. Wise, your group has now lost its first three lower court rulings. What are your chances going forward? I'm not going to pretend that we thought that we were going to win in any of the trial courts. We did not. And if we won at this level, it would mean a lot to that single chimpanzee, but it would destroy our chance of being able to get it up to an appellate court. And the reason that we want the decision up at an appellate court is that at that point it sets statewide precedent. And that's why we want the high court of a state to make the decision in our favor. So have you already begun the appeals process? The appeals, we're already starting. The brief writing is going to go through the spring, and then we get on some kind of an oral argument schedule, and up it goes. A New York appeals court is hearing a legal effort to have chimpanzees declared as persons. Attorney Stephen Weiss will argue Wednesday on behalf of a chimpanzee named Tommy. His group is also seeking the release of three other chimps in New York. Oh boy. Oh je. Yes. Ich bin so nervös. Das waren immerhin 7 Jahre Arbeit. Und jetzt hängt alles von diesen 10 Minuten ab. Ich glaube immer noch, dass es um Tierschutz versus Tierrechte gehen wird. Warum geht es hier nicht um Tierschutz, wenn Sie behaupten, dass Tommy nicht artgerecht gehalten wird? Dann musst du betonen, dass dies nicht unser Anliegen ist. Ich werde mich auf nichts einlassen, als hier wird ein autonomes Lebewesen eingesperrt. Es geht nicht um Haltungsbedingungen. Bei deinen Haustierfällen verwechselst du manchmal Katzen und Hunde. Denk dran, dass Tommy ein Schimpanse ist. Das kann ich wohl behalten. Steve, wie fühlst du dich? Wie ich mich fühle? Oh, ich sinniere über die Dinge, über die ich seit 30 Jahren nachdenke. Hm.
Der erste Fall ist Non-Human Rights Project gegen Lavery. Mr. Weiss, Sie haben das Wort. Danke, Euer Ehren. Hohes Gericht, mein Name ist Stephen Wise. Zunächst möchte ich Ihnen dafür danken, dass ich hier im Namen von Tommy sprechen darf. Dieser Schimpanse ist in einem Schuppen in Johnstown, New York, eingesperrt. Herr Rechtsanwalt, Sie möchten, dass wir, eigentlich Richter Size, aber nun haben Sie uns, für die sofortige Freilassung aus einer illegalen Haft sorgen, richtig? Ja, Euer Ehren. Tommy ist unter diesen Umständen eine Person, die das Recht hat. Dass er eine Person ist, ist noch nicht entschieden. Ja, Euer Ehren. Wir sind der Meinung, dass er eine Person ist und daher das Recht hat, einen Habeas Corpus Antrag zu stellen. Nun wird ein Antrag auf Haftprüfung gewöhnlich von erwachsenen Menschen gestellt. Aber es gab auch viele Fälle, die Kinder betrafen, etwa Sklaven in Massachusetts und New York. Aber wir hatten noch keine Habeas Corpus Prüfung, die nichtmenschliche Tiere betraf. Ich gebe zu, dass dies in dieser Hinsicht ein neuartiger Fall ist. In Ihrer Berufungsbegründung stellen Sie selbst fest, dass individuelle Rechte mit Pflichten einhergehen. Aber Sie wollen nicht, dass wir diesem Schimpansen irgendwelche Pflichten auferlegen, sondern wir sollen lediglich feststellen, dass er das Recht auf Freiheit hat. Man könnte Tommy wohl am ehesten mit einem Menschenkind vergleichen, das bestimmte Rechte hat. Ein Kleinkind darf nicht in einen Käfig gesperrt werden, hat aber deswegen keinerlei Pflichten. Mr. Weiss? Ja, Euer Ehren. Unternehmen sind des Öfteren als juristische Personen behandelt worden. Citizens United beispielsweise. Können Sie mir ein Beispiel für einen Fall geben, in dem in einem Habeas Corpus-Zusammenhang ein nichtmenschliches Objekt als Person behandelt wurde? Eine Person ist nicht synonym mit einem Menschen. Der Begriff Person bedeutet, dass jemand für das Zivilrecht nicht länger unsichtbar ist. Wir haben hierzu Beispiele aus anderen Ländern angeführt. Ein indisches Gericht hat entschieden, dass die heiligen Schriften der Sikh-Religion Personen sind. Und 2012 wurde ein Fluss in Neuseeland zur juristischen Person erklärt. Eine juristische Person ist also ein juristisches und kein biologisches Konzept, wie das Berufungsgericht in Bern befunden hat. Das steht alles hier. Haben Sie die Besitzer gefragt, ob Sie Tommy in Ihre Obhut geben würden, damit Sie ihn in ein Reservat bringen können? Wenn Reservat das falsche Wort ist, bitte ich um Nachsicht. Mehrmals. Wir haben sogar angeboten, die Klage fallen zu lassen, wenn der Beklagte mit der Unterbringung in einem Primatenzentrum einverstanden wäre. Erst als wir erfuhren, dass er ihn an einen anderen Ort bringen wollte, der keinesfalls besser ist als der jetzige, haben wir die einstweilige Verfügung beantragt. Wir können also davon ausgehen, dass dieses Verfahren dem Wohlergehen des Schimpansen dient. Nein, dieses Verfahren dient nur einem Ziel: den Schimpansen durch eine Verfügung nach dem Habeas Corpus-Prinzip aus einer rechtswidrigen Haft zu entlassen. Heißt das, dass es Ihnen nicht um das Wohlergehen des Schimpansen geht? Das ist nicht Zweck unserer Klage. Dann sollten Sie sich vielleicht beim Gesetzgeber dafür einsetzen, dass die Gesetze geändert werden. Das ist eine Option, aber die Gerichte und die Legislative sind bei uns gleichrangig. Das ist uns bewusst. Da bin ich sicher. Mich erinnert dieser Fall an die Argumente, die in dem berühmten Fall Somerset gegen Stuart vorgetragen wurden, der Teil des New Yorker Common Law ist. Damals wurde ein Sklave freigelassen, weil Lord Mansfield erkannte, dass er genau wie dieses Gericht die richterliche Pflicht hatte, das Gesetz zu ändern. Ich verstehe. Aber ich muss gestehen, dass ich mit Ihrem Vergleich mit der Sklaverei Schwierigkeiten habe. Das möchte ich betonen. Ich versichere Ihnen, dass wir Tommy mit dem Verweis auf die Sklaverei in keiner Weise mit menschlichen Sklaven vergleichen wollen. Ich verstehe. Trotzdem schlage ich vor, dass Sie anders argumentieren. Okay. Selbstbestimmung und Autonomie zählen zu den höchsten Werten innerhalb des Common Law. Und genau diese Werte hat das Habeas Corpus-Prinzip jahrhundertelang geschützt. Wir erwarten von diesem Gericht nicht unbedingt, dass es Tommy als juristische Person anerkennt. Aber es sollte, wie damals Lord Mansfield, die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass er eine Person sein könnte und den Fall daher an die untere Instanz zurückverweisen, damit gemäß Artikel 70 verfahren werden kann. Danke, Herr Anwalt. Danke, Euer Ehren.
Wir sind außerordentlich zufrieden mit dem Verlauf der Anhörung. Wir hatten den Eindruck, dass die Richter unsere Berufungsbegründung genau gelesen hatten, denn sie haben sehr gezielte Fragen gestellt. Sie haben Tommys Situation mit der Sklaverei verglichen. Juristisch gesehen ist Tommy derzeit eine Sache. Die Gerichte sind manchmal nicht damit einverstanden, dass wir Tommys Dinghaftigkeit mit der Dinghaftigkeit eines menschlichen Sklaven vergleichen. Wir entschuldigen uns und sagen, dass wir dies nur aus einem Grund tun. Tommy hat das Recht, aus einer lebenslangen Einzelhaft in einem Käfig befreit zu werden. Chimpanzees should have the sort of rights that go along with the sort of beings they are. They clearly are never going to be able to vote. They're never going to be able to marry. I think a rule of thumb would be the sort of rights that a human five-year-old should have. Where do you draw the line? Could you ever imagine a day when it's regarded as illegal to kill and eat a cow, for example, because that cow is a sentient animal? I can imagine almost anything, but I don't know whether that day will come, and if so, you know, when. It would be probably my great-great-great-grandchildren. Do you regard yourself as making step number one towards that? We are intentionally making it step one. Please welcome Stephen Wise. This case is just the beginning. And then my dog can sue to get on my couch. No, I didn't say your dog. I said your chimpanzee. What do you have against elephant. My dog? I'll give you my card. You give the card to your dog. Listen, if Tommy wants to have rights, as a person, he should form his own corporation. So thank you so much. Wie viel Uhr ist es? 10.23 Uhr. Ich denke, die Tatsache, dass Sie wie lange 8 Wochen gebraucht haben, das ist lange. Da sollten Sie schon mehr vorzuweisen haben, als die Aufforderung, sich an den Gesetzgeber zu wenden. Sie überlegen sicherlich, ihn als juristische Person anzuerkennen. Das hoffe ich. Sie werden es tun. Oh, es geht los. Ist es da? Ja. Okay, lies vor. Ich zittere. Gegenstand dieses Verfahrens ist ein Schimpanse namens Tommy. In dieser Berufung geht es um die erstmalig zu klärende Frage, ob ein Schimpanse eine Person ist, die das Recht auf Schutz durch das Habeas Corpus-Prinzip hat. Schimpansen sind im Gegensatz zu Menschen weder rechtsfähig noch gesellschaftlichen Pflichten unterworfen, noch können sie zur Verantwortung gezogen werden. Unserer Ansicht nach ist es wegen dieser Unfähigkeit, rechtliche und gesellschaftliche Verpflichtungen einzugehen, nicht angebracht, einem Schimpansen juristische Rechte zuzugestehen. Ich hätte nie gedacht, dass Sie sich auf Verpflichtungen stützen würden. Niemals. Kam das bei der Anhörung zur Sprache? Ja, Geschäftsunfähigkeit. Und dass Kinder Rechte, aber keine Pflichten haben. Heißt das, dass Kinder oder Behinderte und Geisteskranke keine Personen sind? Manche Menschen sind sicherlich weniger gut in der Lage, rechtlichen Verpflichtungen nachzukommen. Das jedoch ändert nichts daran, dass die Menschheit als Ganzes unbestreitbar die einzigartige Fähigkeit besitzt, rechtliche Verpflichtungen einzugehen. Ist das alles? Ja. Okay. Wow. Also wird Tommys Klage aufgrund seiner Spezies abgewiesen. Das ist eine philosophisch sehr konservative Art zu sagen, da Tiere keine Verträge eingehen können, dürfen sie ihr Leben lang versklavt werden. Ja, das ist eine wirklich sehr schlechte Entscheidung. In the first case of its kind, a New York appeals court has rejected an animal rights advocate's bid to extend legal personhood to chimpanzees. Judges in the appeal wrote that since chimpanzees have no legal responsibility for their actions, they can't be granted the same rights as people. Meanwhile, the Non-Human Rights Project continues its legal challenge on behalf of Kiko, a 26-year-old chimp currently residing in Niagara Falls, New York.
Darf ich etwas fragen? Wenn Kiko aus seiner derzeitigen Unterkunft freigelassen würde, wollen Sie ihn sicher nicht auf die Straße setzen. Er soll weiterhin in Gefangenschaft leben, aber diesmal in einem Schutzgebiet? Das ist richtig. Kiko würde bei Save the Chimps aufgenommen. Das ist ein Schutzzentrum mit Inseln in einem See. Er würde also sein Gefängnis gegen ein besseres eintauschen. Sehr viel besser. Dort wird er seine Autonomie und seine Fähigkeit zur Selbstbestimmung frei ausleben können, was derzeit nicht möglich ist. Kikos Fall war sogar noch interessanter. Hier entschieden die Richter, dass das Habeas Corpus Prinzip, also das Recht auf Haftprüfung, nicht anwendbar ist, wenn die Person nur von einem Gefängnis ins andere wandert, ohne völlige Freiheit zu erlangen. Aber wir hatten sie darauf hingewiesen, dass Kinder oder Geisteskranke im Bundesstaat New York zu Dutzenden Habeas Corpus Anträge gestellt hatten und nicht auf die Straße gesetzt, sondern unter die Vormundschaft von Erwachsenen gestellt worden waren. Wir haben nicht verloren, weil Kiko ein Schimpanse war, denn ihre Entscheidung gilt auch für Menschen. Während wir versucht haben, das Habeas Corpus Prinzip auf Schimpansen auszuweiten, hat das Gericht entschieden, es auch für Menschen einzuschränken. Das war nicht, was wir angestrebt hatten. Wir halten beide Entscheidungen für juristisch falsch. Und da sind sie auch ganz eindeutig. Die Richter haben nicht begriffen, um was es uns geht. Dabei gibt es keinen offensichtlichen Grund, warum wir verlieren sollten. Uns bereitet vor allem Sorge, dass diese Richter entweder bewusst oder unbewusst denken, wenn sie keine Menschen sind, bekommen sie auch keine Rechte. Also suchen sie nach einem anderen Grund, um unsere Klage abweisen zu können. Für mich als Anwalt ist es erschreckend, vor einem Richter zu stehen, bei dem ich das Gefühl habe, egal was ich sage, er wird unter gar keinen Umständen zu meinen Gunsten entscheiden. Turning her back. This is a sad scene. They all kiss him and kiss him and kiss him goodbye. Oh, honey, it's sad. I know it's a sad scene. Oh, and they're crying. They are crying on a movie. Oh, honey, and there's trouble, sad, trouble, bad. Oh, sweetie, with the mother, yes, the sweet mother, the one who adopted him. Diese Tiere sind ganz erstaunlich und ich fühle mich moralisch verpflichtet, ihnen zu helfen, ein selbstbestimmtes Leben zu führen, wie ich es auch tue. Wir haben für Hercules und Leo gerade einen neuen Antrag gestellt, denn das Schöne am Habeas Corpus Prinzip ist, dass, weil es die körperliche Freiheit schützt, die Zahl der Anträge unbegrenzt ist. Wir suchen jetzt nach Richtern, die gewillt sind, unseren Kläger in einem anderen Licht zu sehen. Und die gibt es sicherlich auch irgendwo. For the first time in history, a judge has recognized animals as legal persons. New York Supreme Court Justice Barbara Jaffe decreed two chimpanzees held in a research lab at Stony Brook University are covered by a writ of habeas corpus. The Non-Human Rights Project has been granted a writ of habeas corpus, requiring the State University of New York to defend its right to keep the primates, Hercules and Leo. The lawsuit was originally filed back in 2013, but was quickly thrown out. The group has been appealing ever since, and their tireless efforts seem to have paid off. The animal rights group said, by granting the writ, the judge implicitly acknowledges apes are persons.
Clearly, she's hoping to receive preferential treatment when they take over. Vor einigen Stunden habe ich eine E-Mail erhalten, dass Richterin Jaffe vom obersten Gerichtshof in Manhattan die Haftprüfung angeordnet hat. Ich habe als erstes überlegt, ob es sich vielleicht um einen April-Scherz handeln könnte. Ich dachte wirklich, sie könnte mich quälen wollen, indem sie mir eine fingierte E-Mail schickt. Ich habe es erst geglaubt, als ich die gerichtliche Verfügung bekam. Erst da dachte ich, okay, ich glaube Ihnen. Und dann bin ich in Tränen ausgebrochen. Ich habe mir erlaubt, 20 Sekunden lang zu weinen. Und jetzt gibt es eine Menge Arbeit zu tun. Unglaublich. Noch mehr über Hercules und Leo. Wahnsinn. The New York Supreme Court Justice ordered a Stony Brook University representative to appear in court in May to respond to the petition. Stony Brook told us, quote, Stony Brook University is unable to comment on the reference lawsuit. Der Generalstaatsanwalt flippt aus und Stony Brook. Stony Brook flippt garantiert aus. Es heißt, Stony Brook habe die Generalstaatsanwaltschaft angerufen und gefragt, was ist da los? Und der Staatsanwalt sagte, ganz ruhig, ich werde mich mal erkundigen. Das könnte ein Problem sein. Steve, ich habe eine E-Mail von der Richterin bekommen. Sie sagt, in unserer Pressemitteilung stände etwas Irreführendes. Und was? Die Anerkennung als juristische Person anstatt mögliche Anerkennung. Okay, wie drücken wir das jetzt aus? Wir wollen die Richterin ja nicht verärgern. Absolut. Aber die Frage ist doch, weiß sie wirklich, was sie da getan hat? Offensichtlich nicht. In der gestrigen E-Mail stand, die Richterin habe nicht die Absicht gehabt, Hercules und Leo als Personen anzusehen. Die Richterin hat ganz einfach die Worte und Habeas Corpus Prüfung aus der Originalverfügung gestrichen. Aber aus juristischer Sicht macht das keinen Unterschied. Dem Non-Human Rights Project geht es darum, dass Stony Brook vor Gericht erscheint und zur Gefangenschaft von Hercules und Leo Stellung nimmt. Bist du da, Lady? Ich bin da. Okay, ich lese es jetzt. Okay. Was ist mit dem Argument, dass der Fall Lavery für Sie im Bezirk New York bindend ist? Welche Seite? Seite 13. Welche Fälle führen Sie an? Gerichte der ersten Instanz müssen die Entscheidungen von Berufungsgerichten anderer Bezirke beachten. Das ist relevant. Das würde bedeuten, dass wir am Mittwoch verlieren, weil Richterin Jaffe allein auf der Grundlage der Fälle Tommy und Kiko gegen uns entscheiden muss. Das lässt sich nur schwer vermeiden. Kilo Akten. Wir haben mit verfahrensrechtlichen Hindernissen seitens der Generalstaatsanwaltschaft gerechnet, sodass wir überhaupt nicht zum Thema juristische Person kommen. Aber der Staatsanwalt wird sich einem Gegner gegenüber sehen, der viel besser vorbereitet ist als er. Guten Morgen und willkommen. Wir sind heute hier, um die Anwälte in diesem Fall anzuhören und nur Sie haben die Erlaubnis zu sprechen. Ich unterzeichne also die Verfügung in Erwartung der Ausführungen beider Seiten zu den verfahrens- und materiell-rechtlichen Fragen. Ich möchte das Gericht zunächst darauf aufmerksam machen, dass mein Bruder, in Massachusetts nennen wir den Anwalt der Gegenseite Bruder oder Schwester,
Wenn es Ihnen recht ist, werde ich ihn also als meinen Bruder bezeichnen. Keine Einwände? Keine Einwände. Okay, ich hatte noch nie einen Bruder. Was die Entscheidungen der Berufungsgerichte betrifft, Mr. Wise? Ja, dazu hätte ich etwas zu sagen. Ja, ich denke, das müssen wir ansprechen. Bin ich nicht gebunden? Mein Bruder argumentiert, dass die Fälle Lavery und Presti für dieses Gericht bindend sind. In dem Verfahren der Staat gegen Moore heißt es, dass die Entscheidung eines Berufungsgerichts nur bindend ist, wenn sie, ich zitiere, abgeschlossene rechtliche Fragen beinhaltet. Aber dieses Verfahren läuft noch, und wir halten es für recht wahrscheinlich, dass das Berufungsgericht den Fall Lavery noch weiter prüfen wird. Jetzt zur Anerkennung als juristische Person. Mr. Colston? Euer Ehren, es gibt bislang keinen Präzedenzfall, in dem die Rechte, um die es hier geht, einem nichtmenschlichen Tier zuerkannt worden wären. Bei den Fällen, in denen etwas Nichtmenschliches als juristische Person betrachtet wurde, handelt es sich stets um etwas, das in irgendeiner Weise mit menschlichen Interessen zu tun hat, wie ein Unternehmen oder ein Schiff. Wir denken, dass die Anerkennung als juristische Person nach diesem Prinzip erfolgt. So hat auch das Gericht im Fall Lavery entschieden. Und wir wissen sonst von keinerlei Ausnahmen. Auch der Kläger hat keine genannt. Vielen Dank, Mr. Wise. Euer Ehren, es ist überflüssig zu betonen, dass Habeas Corpus Recht sei noch keinem nichtmenschlichen Tier gewährt worden. Bevor das Non-Human Rights Project mit diesen Klagen begann, hatte das einfach noch niemand versucht. Diese gesamte Anhörung muss im Kontext der außergewöhnlichen Bedeutung des Habeas Corpus Rechts gesehen werden. Es ist das wichtigste Recht unserer angelsächsischen Tradition. Es wird nicht umsonst als das große Recht bezeichnet, denn es dient dazu, autonome und selbstbestimmte Wesen zu schützen. Die Wissenschaft hat uns in den letzten 50 und insbesondere den letzten 20 Jahren gezeigt, dass es mehr autonome Lebewesen auf dieser Welt gibt als nur den Menschen. Schimpansen werden nicht von ihrem Instinkt geleitet. Sie sind sich ihrer selbst bewusst und haben eine Theorie des Geistes. Sie wissen, dass sie Individuen sind und ihr Leben bedeutet ihnen etwas. Aus diesen Gründen ist das Einsperren eines Schimpansen genauso schlimm und vielleicht noch schlimmer als das Einsperren eines Menschen. Denn die eingesperrten Schimpansen, die von Stony Brook ausgebeutet werden, kennen nicht einmal den Grund ihrer Gefangenschaft. Diese Strafe verhängen wir in unserer Gesellschaft nur gegen die schlimmsten Schwerverbrecher. Und ich möchte betonen, dass sich unser Anliegen ausschließlich darauf beschränkt, dass die Schimpansen Hercules und Leo nur für die Zwecke des Habeas Corpus Rechts als juristische Personen betrachtet werden sollten. Danke. Das große Recht, von dem Mr. Wise gesprochen hat, wurde vor vielen Jahren von einem anderen Richter dieses Gerichts als ein machtvolles Werkzeug mit weitreichendem Interpretationsspielraum bezeichnet. Da sich Gesetze mit der wissenschaftlichen Forschung oder den gesellschaftlichen Sitten weiterentwickeln, man denke nur an das Eherecht. Sollte die Richterschaft da nicht vielleicht zumindest in Betracht ziehen, einer Gruppe von Lebewesen so etwas wie ein Habeas Corpus Recht zuzugestehen? Eine Art Sonderstatus. Warum nicht einen Schimpansen aufgrund der Eigenschaften, die in der Klageschrift dokumentiert sind, als Person ansehen? Einzig zu dem Zweck, wie Mr. Wise sagt, ihm ein sehr begrenztes Recht zuzugestehen. Warum ist das kein angemessener Gebrauch dieses großen Rechts? Euer Ehren, was während dieses gesamten Verfahrens kleingeredet wurde, sind die Unterschiede. Die Kläger betonen lediglich die Ähnlichkeiten und sprechen von 99% genetischer Gleichheit und anderen Übereinstimmungen. Aber die Realität ist, dass diese Tiere eine grundlegend andere Spezies darstellen. Ich befürchte eine Abwertung dieser Rechte, wenn wir sie auf nichtmenschliche Tiere ausdehnen.
Ich denke auch, dass die Gerichte nicht dafür ausgerüstet sind, festzulegen, wo die neue Grenze zwischen diesen vagen Kategorien verlaufen soll. Gut, die Kläger haben ihr Anliegen wissenschaftlich untermauert. Aber Autonomie und Selbstbestimmung? Wo soll es hinführen, wenn wir hier Tür und Tor öffnen? Es ist ein großes Recht, aber ein großes Recht für Menschen. Ich denke, das sollte es auch bleiben, denn die Konsequenzen sind nicht immer vorhersehbar und könnten dramatische Folgen haben. Nicht nur für unser Verständnis von diesen Rechten, sondern auch in Anwendungsbereichen, die unserer Gesellschaft schaden könnten. Danke. Mr. Weiss, wie ist es gelaufen? Wenn Sie eine gute Anhörung als eine definieren, in der die Richterin viele Fragen stellt und beide Seiten zur Genüge anhört, dann ist es hervorragend gelaufen. Was geschieht jetzt? Ich vermute, die Richterin wird nun nachdenken und in 1 bis 2 Monaten zu einer Entscheidung kommen. Steven, wie bedeutsam ist es, dass diese Anhörung heute überhaupt stattfand? Das ist sehr bedeutsam, denn die Tatsache, dass ein nichtmenschliches Tier, genau wie ein Mensch, eine Habeas Corpus-Anhörung bekommt, bedeutet, dass die Schimpansen nun wie alle anderen autonomen Lebewesen dieser Welt behandelt werden. Also ist das ein Teilsieg? Es ist ein Teilsieg, dass wir überhaupt hier stehen, ja. Richter sind ein konservatives Völkchen. Sie möchten dem Rest der Gesellschaft nicht zu weit voraus sein. Aber ihnen ist nicht bewusst, wie stark sich die Gesellschaft bereits verändert hat. The boundary between human and animal intelligence is much narrower than we thought. Scientists who study them say there's a lot more happening there than just play, that their intelligence actually rivals ours. Elephants are certainly one of the most intelligent species in the animal kingdom. The more we learn about elephant cognition, the more we learn about the evolution of behavior and intelligence in general. Laut einer Umfrage sagt ein Drittel der Amerikaner, Tiere sollten dieselben Rechte wie Menschen haben. In allen Bevölkerungsschichten befürworten immer mehr Menschen gleiche Rechte für Tiere. Sie sagen, wenn dies für Unternehmen möglich sei, warum soll er dann ein fühlendes Wesen nicht als Person gelten? Du liebe Zeit, wir haben gar nicht gemerkt, dass wir da voll im Trend liegen. Wir sind auf der Höhe der Zeit. Die Leute interessieren sich sehr für das, was wir zu sagen haben. Und ich denke, es ist schon ein großer Erfolg, dass wir einen ernst gemeinten Prozess anstrengen konnten. Es wird nicht als merkwürdig empfunden, sondern wie ein ganz gewöhnliches Verfahren behandelt. Das Non-Human Rights Project unterstützt mittlerweile Tierrechtler in Australien, England, Frankreich und Argentinien bei ähnlichen Aktionen in ihren Ländern. Denn dort gibt es dieselben Bewegungen für Freiheit und Gleichheit wie in unserem Land. Und das seit Jahrhunderten. A female orangutan incarcerated in an Argentinian zoo for more than 20 years has been granted some legal rights enjoyed by humans. The case rested on whether the court decided the orangutan was a person or a thing. Das ist keine statische Angelegenheit. Wir verstehen unsere Prozesse als Dialog mit den Richtern. Und wir denken, dass dieser Dialog sich weiterentwickeln wird. Eigentlich hat er das schon. Winston Churchill sagte 1942 in einer Rede, das ist nicht das Ende. Es ist nicht einmal der Anfang vom Ende.
Aber es ist das Ende vom Anfang. Das ist das Ziel unserer Prozesse. Das Ende vom Anfang. The end of the beginning.